Ja, hallo Leute, da sind wir wieder. Ich starte das Spiel und weiter geht's mit Amnesia The Dark Descent. Laden, laden, laden. So, da sind wir im Spiel. Ich muss zugeben, ich habe nämlich während die Kamera aus war, sozusagen ein bisschen rumprobiert. Das heißt ein bisschen, eigentlich ziemlich lange. Und ich bin auf die Lösung gekommen und sehe es mal wieder so lächerlich einfach. Also ich dachte mir, das kann doch nicht sein. Also ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. Als erstes bin ich. Habe ich versucht, diese Leiter hier, die man mit diesem Hebel hier hoch und runter machen kann, habe ich versucht, diese Leiter hochzuklettern. Warte, Moment. Das hat aber nicht geklappt. Na, komm wieder runter. So. Dann habe ich noch ein bisschen weiter gesucht. War unter anderem in dem Raum. Aber, pass auf. Dann habe ich diesen Hebel betätigt, der, wie wir ja wissen, diese Brücke in Gang setzen wird. Gleich. Geh hoch. Will mich verarschen. Na? Ah, jetzt. So. Kennen wir. Aber jetzt müsst ihr erst wieder ganz hochfahren. Und ich werde euch nicht zeigen, dass es so lächerlich einfach ist. Jetzt lassen wir die mal wieder runter. So. Und wieder hoch. Rennen. Warten. Hahaha. Und ich dachte mir, das kann doch nicht sein, ey. Jetzt müssen wir warten, bis die ganz oben ist. So. Jetzt können wir nämlich... Ui! Wir haben es geschafft. Ah, fuck, wieso ist das ausgegangen? Ah, Moment. Sorry, irgendwie bin ich gerade auf dem Bildschirm gesprungen, auf dem Desktop gesprungen. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier. Wir sehen, wir sind etwas sehr verletzt, aber wir haben ja etwas Heilzeug. Jetzt geht es doch gleich viel besser. Ups. Und jetzt sind wir hier und natürlich, es ist eine Leichenhalle. Ich freue mich ja jetzt schon zu der, aber gehen wir rein. Wir gehen rein. So, da sind wir. Es ist schön dunkel und ich werde hier echt erstmal speichern. Weiter geht's. Moment, habe ich kein Öl mehr? Nee. Schön, haben wir hier eine Fackel irgendwo. Do you see, Daniel? It has yielded. What? The shadow. It has? For now. Come, let's get this out of here so we can get some peace. Yes, let's. Where to? Just down the corridor, to the morgue. Are there more dead men there? You did well, Daniel. Come, let's get going.
schön. Ich finde das überhaupt nicht so nett. Und hier gibt es keine Fackel, oder bin ich blind? Ich habe so keinen Bock, hier lang zu gehen. Aber überhaupt keinen, ey. Ich hasse das. Schön. Eine Leiche. Und ich habe gerade irgendwas. Eine Leiche in der Leichenhalle ist nur einen Tag alt. Schön. Kann ich die irgendwie. Wahrscheinlich nicht. Sind hier zwei Türen. Okay, jetzt haben wir auch noch das Böse in uns. Impfstoffversuch, ja? Und das ist doch der Stoff eines möglichen. Okay, wir müssen. So, welche Tür soll es als erstes sein? Die oder die? Habe ich diese bekommen? Ah, was haben wir hier? Wissen wir jetzt. Ah, hier haben wir noch mehr. So, liegt hier noch irgendwas? Ich glaube, ich gehe jetzt erst durch die Tür. So keinen Bock drauf. Also die Tür. Noch mehr Leichen. Juhu.
Alter. Was ist denn das bitte für ein krankes Haus? Also der Typ, der hier gewohnt hat, der hat nicht nur die ein oder andere Leiche im Keller, der hat ein paar mehr Leichen im Keller. Aber es ist nichts zu finden. Toll. Ich habe fast kein Öl mehr und mein Öl ist leer. Scheiße, ey. Oh, God damn.